Der zum Kassenschlager avancierte Zeichentrickfilm Schreck bringt diese Funktionsweise der Ideologie hervorragend zum Ausdruck. Die übliche Märchenfabel, der Held und sein tollpatschig charmanter Helfer ziehen aus, um den Drachen zu bezwingen und die Prinzessin aus seiner Gewalt zu befreien und so weiter. Diese Märchenfabel enthält augenzwinkernd brechtianische Verfremdungseffekte. Die Hochzeitgesellschaft in der Kirche erhält genauige Anweisungen, wie sie an den verschiedenen Stellen reagieren soll, als handelt es sich um die vorgespielte Spontanität in einer Fernshow, Lachen, respektvolles Schweigen und so weiter. Dann gibt es politisch korrekte Wendungen. Nach dem Kuss der beiden Liebenden am Ende des Films verwalten sich nicht das hässliche Ungeheuer in einem schönen Prinzen, sondern aus der schönen Prinzessin wird ein molliges, gewöhnliches Bauernmädchen und so weiter. Dann gibt es ironische Spitzen gegen weibliche Eitelkeit. Während die schlafende Prinzessin den Kuss ihres Retters erwartet, ordnet sie noch rasch ihr Haar. Dann gibt es eine unerwartete Verwandlung von bösen in gute Charaktere. Der böse Drachen erweist sich als liebvolle Frau, die später dem Held zur Seite steht, bis hin zu anachronistischen Verweisen auf moderne Sitten und Popkultur und so weiter. Aber statt diese Verschiebungen und Wiedereinschreibungen vorschnell als subversiv zu preisen und Schreck in dem Rang eines weiteren Schauplatzes des Widerstands gegen hegemone Ideologie zu erheben, sollte man sich auf die offensichtliche Tatsache konzentrieren, dass hier ungeachtet aller Verschiebungen wieder einmal dieselbe alte Geschichte erzählt wird. Kurzum, die eigentliche Funktion dieser Verschiebung und Subversion besteht darin, die traditionelle Geschichte für unsere postmoderne Zeit mundgerecht aufzubereiten und uns so daran zu hindern, sie durch eine neue Geschichte zu ersetzen. Es verwundert daher nicht, dass der Film mit einer ironischen Version von I Am a Believer, den alten Monkeys Hit aus den 60ern, endet. Dies ist unsere heutige Form des Glaubens. Wir praktizieren unseren Glauben, wir verlassen uns auf ihn als die unserer Alltagspraxis zugrunde liegende Struktur und machen uns gleichzeitig lustig über ihn. In der guten alten DDR war es unmöglich, dass ein und dieselbe Person dieselben drei Charaktermerkmale auf sich vereinte. Das ist ein altes DDR-Witz. Überzeugung, den Glauben an die offizielle Ideologie, Intelligenz und Aufrichtigkeit. Der Witz ist, dass wenn man überzeugt und intelligent war, überzeugt von DDR-Ideologie und intelligent, war man nicht aufrichtig. Wenn man intelligent und aufrichtig war, war man nicht überzeugt. Wenn man überzeugt und aufrichtig war, war man nicht erfolgreich und so weiter. Aber gilt dasselbe nicht für die Ideologie der liberalen Demokratie? Wenn man die hegemoniale liberale Ideologie ernst nimmt oder vorgibt, dies zu tun, kann man nicht intelligent und aufrichtig sein. Entweder man ist dumm oder ein korrupter Zyniker. Um eine etwas geschmacklose Anspielung auf Agambens Homo Sacer zu riskieren, man könnte sagen, dass die vorherrschende liberale Form der Subjektivität heute der Homo Sacer ist. Er versucht, andere auszubeuten und zu manipulieren, doch letztlich erweist er sich damit selbst als der eigentliche Idiot. Während wir meinen, wir würden uns über die herrschende Ideologie lustig machen, stärken wir damit in Wirklichkeit ihre Macht über uns.